Sie sprechen heute ein Grußwort hier in Wittenberg zur Eröffnung des Melanchthon-Hauses. Ein weiterer Meilenstein zur Vorbereitung des Reformationsjubiläums? Für uns ist das ein ganz wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Reformationsjubiläum, weil mit der Wiedereröffnung des Melanchthon-Hauses eine ganz wesentliche architektonische Ikone wieder zugänglich ist. Wir haben hier mit dem Bund gemeinsam sehr viel Geld hineingegeben, um die Rekonstruktion des Hauses zu ermöglichen und mit einem Neubau zu ergänzen. Und ich glaube, dass durch diese neuen Ausstellungsräume auch eine Ausstellungskonzeption realisiert werden konnte, die internationales Renommee hat und viele Gäste anlocken wird. Als Sachsen-Anhalt sind wir ja das Land der Reformation und wir haben ein großes Interesse daran, uns entsprechend zu präsentieren, aber auch einladend zu wirken und international attraktiv zu sein. Wir wollen viele, viele Menschen hierher bringen und ich glaube, dass uns das auf dem Weg zu 2017 hin, auf dem Weg der Luther-Dekade gelingen wird. Welche Anstrengungen waren bis zum heutigen Tag notwendig? Es sind insgesamt 4,8 Millionen Euro hier eingesetzt worden, die Bund und Land gemeinsam getragen haben. Es sind aber auch Spenden eingesammelt worden, 100.000 Euro. Das ist, denke ich mal, auch ganz wichtig für die Kofinanzierung der gesamten Bausumme. Wichtig ist aber auch, dass wir damit Archivbestände erstmalig zeigen konnten, die internationalen Charakter tragen und von Bedeutung sind und auch für viele Wissenschaftler interessant sind. Was bedeuten Werk und Leben Melanchthons für die heutige Zeit? Der Bildungsgedanke, der Melanchthon immer geprägt hat, sodass er also auch als Präzeptor Germaniae, das heißt als Lehrer Deutschlands, verbunden ist mit der Gründung von Gymnasien und von Schulen. Dieser Bildungsgedanke wird hier ausgestellt und auch transparent. Und ich glaube, dass es dadurch auch möglich ist, junge Menschen anzusprechen und zu ermöglichen, dass diese jungen Menschen sich der deutschen und europäischen Kultur bewusst werden und selber auch angespornt fühlen, dem Wissenschafts- und Bildungsgedanken Melanchthons zu folgen. Denn ohne Bildung kann man eine eigene Persönlichkeit nicht entwickeln, ohne Bildung kann man auch eine Kultur nicht aufrechterhalten und ohne Wissenschaft und Bildung ist es nicht möglich, eine Gesellschaft weiterzuentwickeln.